Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Und der Alexandria, der macht einfach gar nichts, die faule Sau. Aber das Gute ist, der will auch nichts zu essen haben. Das ist schon mal sehr nice. So, meine Ansaugböppel sind fertig. Die bringen wir jetzt noch ganz schnell hier an, dass uns hier auch nichts mehr verloren geht. Und zwar 1. 2. 3. Und Nummer 4. Und hier kommt immer noch Weizen hin. Ernsthaft? Naja. Neue Seeds anpflanzen. Okay, man kann also maximal nur 4 Felder anpflanzen. Das ist interessant zu wissen, ne? Die 8. So. Heute in der und in der nächsten Folge werde ich... Achso, im Übrigen, das ganze Holz, was ich im Inventar habe, mache ich gerade zu Charcoal. Denn, ich muss erstmal mein ganzes Inventar hier leer machen. Das und das mache ich jetzt dort einfach mal mit rein, okay. Dann machen wir hier die letzte, jetzt das ganze Mehl rein. So, wir nehmen uns noch etwas zu essen mit, denn, wie gesagt, ich will jetzt in den nächsten 2 Folgen einfach mal nur durch Dungeons rennen. Und die erledigen, zumindest die ich kann. Batterien kommen wieder da rein und Charcoal war, glaube ich, hier immer drin. Da hinten. Die Pokebälle, die lassen wir natürlich auch hier zurück. Ne, falsche Kiste. Hier. Alles andere, das werden wir brauchen. Und wir schauen jetzt mal, auf welcher Map wir denn noch Dungeons offen haben. Das da hinten gucke ich mir jetzt nicht an. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass die Wassereimer in dem Container landen. Ne? Wir gehen als erstes mal in die Wüste und machen dort die Dungeons. Da dürfte ich, glaube ich, noch gar keins erledigt haben. Denn wir brauchen ja noch solche Runen. Oder wie die Dinge auch immer heißen für den... ägyptischen Gott da, Ra oder wie der heißt. Keine Ahnung. Also gibt es eine Dungeon Run Folge. Hier haben wir 1 haben wir erledigt. Okay. Da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns, würde ich sagen. Yay! Oh, scheiße. Och man, los, hoch mit mir. Yay, ich glaube, das haben wir erledigt, Torte. Das war erledigt. Aber hier gibt es ja noch mehr. Ich möchte jetzt aber auch ungern gegen die Mobs hier kämpfen. Denn ich würde die Durability meiner Sachen gerne aufheben für andere Sachen. Ganz kurz was futtern. So. Lol, hier hätte man Eisenvorkommen gehabt. Wow. Die Erze farme ich dann irgendwann mal ab, wenn ich die Lust und Laune dazu habe. Da hinten ist eine Kiste. Oh. Holen wir uns die oder holen wir uns die nicht? Gibt es hier ein Dungeon? Gab es hier ein Dungeon? Eigentlich schon, oder? Gab es hier hinten nicht ein Dungeon? Ich sehe ein paar Kisten und ein paar Gegner. Aber dungeon-technisch... Doch, da hinten müsste eins sein. Oh, eine Kiste. Die holen wir uns auf jeden Fall.
Wow. Wollte ich schon immer haben. Silbererz und bei dem ahne ich Schreckliches. Bei dem Skelett. Und das ist ein... Ist das ein Mean Dungeon? Nein, das ist ein normales. Also rein hier. Natürlich als erstes die Goldkiste looten. Okay, danke. Den Container nehme ich gerne an. Hab ich noch... Ich brauche ganz kurz Baumaterial. Falls das... Ja, so ein Dungeon ist... wo ich mich hochbauen muss. Und daran habe ich natürlich nicht gedacht, dass es ja auch noch solche Dungeons gibt. So, das müsste ausreichen. Hey, Real Gorge, Escape, bla bla bla. Mach auf, komm. Quatsch nicht lange rum. Ja, es war eins zum Hochbauen. Ich wusste es doch. Und warum habe ich hier unten ein Schwert da drin? Hä? So, schon erledigt. Oh, Essen. Essen ist immer gut. Okay, Fische. Und schon wieder Silber. Meine Kiste ist voll damit. Ich kann den Schmal mittlerweile schon verkaufen. Oh, wieder so ein Coin bekommen. Ja, das nehme ich mit. Danke. So, das wäre Dungeon Nummer 1. Und wir sehen uns gleich wieder zu Dungeon Nummer 2. Da sind wir zurück zum... Nach dem kurzen Cut und hier ist das nächste Dungeon, das ein bisschen in der Luft schwebt. Das ist mal wieder richtig geil. Okay, das ist wieder eins, wo man kämpfen darf. Ich darf halt nur nicht, ja, zu überfüllt in die nächsten Dungeons reingehen. Sonst kann ich nichts mehr mitnehmen. Und ich würde das ja gern alles verkaufen, um wieder an ein bisschen Gold zu kommen. Und natürlich Kochutensilien. Dass wir uns irgendwann nochmal richtig lecker Essen herstellen können. So, mit den Dingswaffen ist das natürlich ein leichtes jetzt hier drin. Weil das noch die Anfänger-Dungeons sind. Alter! Stirb! Du genau, Alter! So! Jupp, das hat schon ausgereicht. Ab zu den nächsten Gegnern, würde ich sagen. Oh,
Oh, hier gibt es ganz viel Kochutensilien. Das ist sehr nice. Und wir haben ein Level Up. Das brauche ich natürlich auch en masse. Das heißt auch, dass ich definitiv irgendwann einfach mal nur Tiere und Gegner töten werde, die auf der Map spawnen. Um XP zu farmen, weil ich möchte auch irgendwann gegen den Drachen kämpfen, der hier in der Wüste ist. Und gegen den auf der Vulkan-Map. Mal schauen, was der so droppen tut. So, da haben wir ein Bärchen. Ach komm. Guck mal, schon bist du umgefallen. Hallo? Ich muss noch ein Bärchen killen. Wo ist er denn? Hallo? Okay. Nichts mit Bärchen töten. Das spawnt einfach keiner mehr. Autosave, ja, war klar. Ich versuche jetzt mal hier vorne noch die Wölfe umzuhauen. Mal gucken, ob dann sich das Türchen da hinten öffnet. Ich hoffe es mal. Weil ansonsten ist das scheiße. Und wenn sich das Türchen jetzt nicht geöffnet hat, dann... ja, ist es Dungeon Broken, würde ich sagen. Das Türchen ist noch zu. Okay, dann mache ich... Ach, guck mal an, hier ist er. Sag mal, soll es umfallen. So. Naja. Und jetzt? Hä? Okay, irgendwas stimmt mit dem Dungeon gerade nicht. Ich setze jetzt mal hier einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir zurück. Und ja, ich musste insgesamt 3 Bären killen, damit hier überhaupt irgendwas läuft, funktioniert und bla bla bla. Ja, wir gehen jetzt zum Endboss. Und es scheint der Golem zu sein. Ja, das sieht man schon. Da ist er. Hey, Typse. Oh, da ist er schon broke. Okay, zweite Dungeon erledigt. Und ich muss mich nicht mal großartig anstrengen. Das ist sehr schön. Ja gut, diese Tränke, die sind eigentlich immer gut. Da gab es wieder was zu essen, ne? Oh, nice, nice. Ich bin voll. Oh, ich bin voll. Das sind so eine Schwerter da. Die bringt 2500.
Ach, scheiß drauf, lassen wir die hier liegen, ne? Und das... Wow, das meine ich eben mit... Ja... Dass man ganz schnell voll ist. Aber wir sind ja auch direkt schon am Portal. Das ist sehr gut. Dann gehen wir ganz kurz zurück. Alles verkaufen. Und ich werde mir dann eventuell mal einen Marktplatz mitnehmen müssen. Oder zwei oder drei oder vier oder fünf. Oder gar keinen. Ja. Ich gehe das Zeug schnell verkaufen und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich zurück nach dem kurzen Cut. Habe jetzt einfach mal alles in den Markt geschmissen. Ja, hier, was ich ja, verkaufen konnte, das waren eigentlich fast alle Schwerter. Hier oben in der Wüste haben wir das nächste Dungeon und noch eine blaue Kiste. Wow. Ja, und, oh. Okay, hier oben war ich ja noch nicht. Das sieht man ja. Interessant. Das gucken wir uns nach dem Dungeon an. Da ist wieder eins zum Kämpfen. Nice. Oh, ein Pokéball und ein Catfish. Okay. Los, her damit. Oh, mal wieder was zu futtern. Hier gibt es irgendwie weniger Kochutensilien als im letzten. Seltsam. Ja, komm, ich nehme einfach alles mit hier. Was ich zu viel habe, kann ich ja verkaufen. Boah! Alter! Alter! Was ist falsch mit dem Biest? Reicht das schon? Ja, es hat gereicht. Die Kiste nehme ich auch noch mit. Okay. Da scheint es was Leckeres zu essen gegeben haben. Es hat auf jeden Fall geleuchtet. Komm. Kopperbo. Den braucht doch kein Mensch mehr. So, und das letzte Tierchen, bevor es zum Boss kommt. Oder geht. So. Türchen ist offen, nice. Und schon wieder eine Kiste. Warum immer Eisen und Silber? Gib mir doch Palladium oder irgendwas Besseres. Ich glaube, hier ist wieder ein Golem. Ja. Okay, Nummer 4. Wow. Okay, mit der Lanze komme ich da auf jeden Fall nicht weit. Uipa. Komm, du bist gleich down. Lass dich einfach besiegen. Komm. Geht doch. Und schon wieder so ein Mist bekommen. Oh, mein eines Schwert ist fast broke.
Ich muss jetzt natürlich aufpassen, nicht dass ich wieder zu voll bin. Was ist das? Iron Amulett. Oha! Ja, das rüstet man doch direkt aus. Attack plus 1, Defense plus 1. Oh. Warum nicht? Und da gab es wieder Früchtesalat, so wie es aussah. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was hier unten los ist. Auf jeden Fall den Pillar nehmen wir uns mit. Wow. Komm her. So. Da ist einer, der will Holz haben. Den gönnen wir uns natürlich. Wie viel habe ich denn? Ja, komm, hier, scheiß drauf. Nice. Was tradest denn du? Ja gut, nee, brauche ich nicht. Hier ist noch eine Kiste. Oh, da ist wieder Sulfur. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Map gucken, ne? Hier haben wir eins. Hier war ja nix. Wo kommt der denn her? Es ist die Frage, ob da drüben noch was ist. Allerdings, ja. Da oben haust etwas, das kennen wir ja bereits. Und da, da ist ein Dungeon, direkt über dem Gleiter. Hier oben haust etwas, worüber ich mich ungern freue momentan. Ganz kurz hier was futtern, denn ich muss hier hoch. Ich will in das Dungeon. Oh, Kristalle gibt es hier oben auch. Oh, da kommt er schon an. Ach du. Bleib mir bitte fern. Bitte, lass mich in Ruhe. Ich will nur ins Dungeon. Bitte, nein. Ich will nur ins Dungeon. Und tschüss. Allerdings wartet der dann, wenn wir da raus wollen, wieder auf uns. Alter, drei Schwerter auf einmal? Hab ich überhaupt noch Platz? Nö. Ich hab einfach keinen Platz mehr. Das kann ja was werden. Nee, da lag nichts mehr. Ja, Palladiumschwert ist gleich kaputt, ich weiß. Naja, ich muss noch auf drei Hunde warten. So, da waren die Hunde broke. Türchen ist auch offen. Ich werde das jetzt hier mal mit der Axt machen. Ah, nee, komm, scheiß drauf. Ich kann mir neue Schwerter herstellen. So ist es nicht. Ein bisschen was an Palladium habe ich noch. Ansonsten gehe ich offscreen wieder welches farmen. Das sollte nicht das Problem sein. Außerdem haben wir noch die Dungeons, wo es wieder en masse Erze drin gibt. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Der kann... weg. Die kann weg. Das bringt nur 1800. Weg. Du, 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 du. 2, 1, 2, 5, das kann weg.
So, haben wir wieder noch zwei Slots frei. Ja, das müsste reichen. Und wenn nicht, dann zerstören wir halt noch ein paar Items. Ich frag mich nur, wann die anderen Sachen verkauft werden. Alter! Alter! Türchen? Geht nicht auf. Okay, wir müssen auf den nächsten Bär warten. In der Zeit... ja, ich habe sogar drei Slots frei. Nice. Den Pokéball brauchen wir eigentlich auch nicht. Den können wir uns jederzeit neu craften, ne? So, das hier hinten und das ist alles das, was ausgerüstet ist. So, Bär, jetzt komm, da bist du. Nice! Das gibt gut Damage. So, und der zweite Bär ist down und ab zum Endgegner. So, keine Kisten an den Seiten, das heißt, es ist wieder ein normaler Gegner und ich glaube, es ist mal wieder der Golem. Haha! Woher wusste ich das bloß? Alter! Komm, du bist schon zur Hälfte down. Irgendwie mit dem Gegner hier. Aber jetzt. Nein. Meine Güte. Ja, ich muss nach dem Dungeon sowieso zurück meine Sachen reparieren lassen. Beide Schwerter broke. Was ist das über dem Slot 1 über meinem Paladin-Schwert? Was ist das für ein Symbol? Das kenne ich gar nicht. Okay, das und das nehmen wir auf jeden Fall erstmal an uns. Oh. Das kann man... wegmachen, das können wir auch wegmachen. Wir nehmen das Schwert mit. Das andere wird nicht viel bringen. Was haben wir hier? Essen und ein Fisch. Okay. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Ja, da kommt er nämlich schon an. Oh, lass mich. Wir werden irgendwann Freunde sein. Irgendwann. Aber wann genau, das weiß ich noch nicht. Und schnell weg. Nice. Wir haben es geschafft, ohne erwischt zu werden von dem. So, ich werde mich jetzt hier in der Folge verabschieden, denn ich werde jetzt einfach nur nach Hause gehen, Sachen reparieren, Sachen verkaufen. Und wenn euch die Dungeon-Folge bis hierhin gefallen hat, schaltet unbedingt zur nächsten ein, denn da werden wir die nächsten Dungeons machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye. Fuck.